Dieser Fall erschüttert den Glauben ans Gute. Yoko Ono Lennon verklagt Heiko Schrang. Was Sie in den folgenden Minuten sehen werden, ist kaum zu glauben, aber leider die pure Wahrheit. Hohe fünfstellige Strafzahlungen für ein kleines Bild, das sich ein Fan zur Ehrung seines Vorbildes an die Wand hängt, was verrückt und absurd klingt, ist dem Buchautoren, Verleger und Journalist Heiko Schrang im Verlaufe der letzten 3 Jahre widerfahren. Ein Prozess, der nicht nur unzählige Nerven gekostet hat, sondern auch eine riesige finanzielle Belastung darstellt und mit der Existenz des zweifachen Familienvaters spielt. Doch fangen wir vom Anfang der Geschichte an, die so unglaublich, so haarsträubend und absurd ist, dass wir uns verpflichtet sahen, dieses Ereignis dokumentarisch festzuhalten. Ja, aus nichts heraus, so wie die Jungfrau, wenn die Jungfrau kam zum Kind, war es damals bei mir mit Schrank.tv, mit dem Format. Das war eigentlich ein Zufall, man sagt, die Dinger fallen dir zu oder Dinge fallen dir zu. Da hatten wir die Idee gehabt, ein eigenes Format zu kreieren, und zwar ein Format der Freidenker. Und weil ich habe mich schon immer für alle Dinge interessiert, die abseits des Mainstreams waren. Für mich sind es Faktenverdreher damals schon gewesen. So Schrank.tv entstanden, und im Hintergrund habe ich damals überlegt, was hängst du denn da hin? Wir hatten noch nicht mal einen Greenscreen, wir hatten relativ primitiv, sag ich mal, die Aufnahmen gemacht. Ich hatte damals einen Sekretär, der hat sich hingestellt und wir haben aufgenommen, und die erste Sendung, kann ich mich auch noch daran erinnern, hat sofort 170.000 Zuschauer erreicht, aus dem Nichts heraus. So. Und da habe ich gesagt, okay, da hängst du deine Vorbilder hinter mir hin. Unter anderem war es John Lennon und Mahatma Gandhi, Muhammad Ali, Bruce Lee und einige mehr. Und für mich war das normal, weil ich habe damals den Bestseller Die 100 Lüge geschrieben im Jahre 2012. Und da stand drin, also alle, die das Buch kennen, wer hat mich inspiriert. Und da standen auch die gleichen Persönlichkeiten dort am Anfang des Buches. Und dann hatten wir das Jahr 2020. Ich war mit meiner Familie gerade an der Ostsee, kann ich mich noch erinnern, im Urlaub. Da kriege ich einen Anruf von meinem Sekretär. Und der sagte, du Heiko, hier kam eine Mail an. Ich glaube, das muss ein Fake sein. Wie Fake? Also Yoko Ono Lennon aus New York wendet sich an uns und sagt Hallo, also über eine Anwaltskanzlei. Ihr habt die Rechte verletzt an meinem Bild. Ich habe gesagt, nee, das kann nicht sein. Das geht gar nicht. Und wir wollen riesengroße Summen Schadensersatz haben. So, ich habe damals, Name darf ich jetzt mal nicht sagen, also eigentlich die bekanntesten Leute überhaupt in der Freidenker-Szene. Also who is who der Freidenker-Szene, kannte sie alle persönlich, mich an die Wand. Und alle durch die Bank haben mir gesagt, Heiko, da muss ein Fehler vorliegen. Weil das haut nicht hin, weil du hast dann 7,90 Euro Bild hinten zu hängen und da kommen die Leute und wollen von dir eine exorbitant hohe Summe haben. Und zwar, wir reden hier über eine extrem hohe fünfstellige Summe. Eine kleine Mail sollte zu einem großen Problem werden. Die auf Urheber- und Lizenzrecht spezialisierte Anwaltskanzlei machte von Anfang an klar, dass sie ohne Kompromissbereitschaft eine Maximalforderung durchsetzen wird. Erst als tatsächlich die Namen Yoko Ono Lennon und Heiko Schrang nebeneinander in den Schreiben standen, realisierten alle Beteiligten den Umfang dieser Geschehnisse. Auch Friedrich Krüger, selbst Buchautor und guter Freund von Heiko, kann sich an diese Situation gut erinnern. Gerade am Anfang, als ich das erste Mal diese Mail gesehen habe, die allererste Mail von der Anwaltskanzlei, da war das für mich so, ich habe das überflogen, habe das so auf mich wirken lassen und habe gesagt, auch zu Heiko, ja, das ist bestimmt irgendwie hier eine Fake-Mail oder so von irgendjemandem, der uns da hinter das Licht führen will oder irgendwie will, dass wir da ja jetzt irgendwie reagieren. Also ich habe das ja nicht ernst genommen selber erstmal, diese ganze Geschichte. Weil für mich war das so absurd, dass jemand wie Heiko, der wirklich letztendlich Fan ist und wirklich mit vollem Herzen Fan von John Lennon, sich unscharf in den Hintergrund ein Bild hängt von seinem Idol und dafür für ein Bild, was man noch überall sieht, bei Google, bei allen möglichen Leuten, die verwendet, überall kannst du das kaufen für 7 Euro und in deine Wohnung hängen. Also ein ganz bekanntes Bild, dass da jetzt auf einmal irgendeine große Anwaltskanzlei kommt und im Namen von Yoko Ono, von jemandem, der hunderte Millionen wahrscheinlich Vermögen hat und ganz andere Probleme auch hat oder ganz andere Baustellen, dass da auf einmal jetzt gegen den kleinen Heiko Schrang letztendlich da so ein Prozess gemacht werden wird, konnte ich erstmal ja nicht glauben und ernst nehmen. Doch es passierte, was keiner gedacht hätte. Nach intensivem Austausch mit einem der besten Anwälte Deutschlands wurde klar, Heiko Schrang muss auf die Forderungen der Gegenseite eingehen.
Im Dschungel von tausenden Paragraphen kann kein normaler Bürger durchsehen und auch für einen professionellen Journalisten ist es kaum möglich, sich zu 100% bei allen Aktivitäten rechtsverbindlich abzusichern. Und so gelang es nur mit juristischer Spitzfindigkeit, diesen Rechtsstreit überhaupt zu ermöglichen. Ich musste mich eines Besseren belehren lassen, weil die Sache wurde so verdreht, indem man gesagt hat, hier gibt es sogenannte Veröffentlichungsrechte. Und die Veröffentlichungsrechte für dieses Bild hat ja Yoko Ono. Und ich habe nicht gefragt, ob ich sie das Bild bringen darf. Demzufolge mich strafbar gemacht. Ich bin aus allen Socken damals gefallen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das kann nicht wahr sein. Also dafür, dass du ein Fan warst, dafür, dass du 1980 sogar mir Tränen gekommen sind, als John Lennon ermordet worden ist in der Schule. Dafür, dass der Mann, der für Frieden, Liebe stand, Imagine, ist ja bekannt, der Song, da kamen die ganzen Themen herüber, dafür wirst du jetzt angeklagt, ist ja unvorstellbar. Und damals habe ich aber schon gespürt, wo der Wind herweht, weil im Jahre 2020, würde ich mal sagen, war dieses Format Schrank TV einer der größten in Deutschland, nach KenFM. Also wir, würde ich sagen, haben es in den drei größten Formaten überhaupt gehört. Zu dem Zeitpunkt sogar gab es ja diese, da gab es noch nicht diese Shadowbanning, da gab es noch nicht das Netzwerkdurchsetzungsgesetz und war schon 2020 da, aber wir reden über die Jahre davor. Und da habe ich gemerkt, dass es natürlich eine Gefahr für das System wurde. Und ganz legendär war auch 2020 mein GEZ-Prozess. Da waren einfach mal 1000 Leute vor der Tür. Und die standen alle im Zeichen der Wahrheit da. Und ist natürlich klar. Und dann kam die große Demo, wie der Zufall es so will, am 1.8.2020, 1 Million Menschen. Und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, weil ganz durch Zufall wird jetzt aus der Mücke ein Elefant gemacht. Man hätte auch sagen können, okay, nehm das Bild ab und dann ist okay. Nach dem großen GEZ-Prozess, der als öffentliche Verhandlung auch eine überdurchschnittliche Resonanz auslöste und über den sogar Spiegel TV berichtete, wurde die Gefahr für das System spätestens bei den großen Demos im August 2020 offensichtlich. Auch Heikos Kollege Kevan, zu dieser Zeit mit KenFM sehr erfolgreich, hat von dem Fall mitbekommen. Ja, dass Heiko Schrank von den üblichen Verdächtigen nicht gemocht wird, das muss ich nicht weiter erklären. Und 2020 im Juli bekam er dann auch noch Post, und zwar von Menschen, die Rechte von John Lennon und Yoko Ono vertreten. Wie jetzt das? Hat er was über die Beatles gesagt? Nein, aber im Hintergrund waren immer seine Helden, wenn er Videos aufgezeichnet hat, seine Helden vertreten, und einer dieser Helden war unter anderem John Lennon. Und jetzt kamen Anwälte auf ihn zu und sagten, guten Tag, Herr Schrank, haben Sie die Rechte an diesem Bild? Hatte er natürlich nicht, weil es war sein Idol, was er im Hintergrund aufgehängt hat. Und da haben sie gesagt, macht ja nichts, wir kriegen von Ihnen jetzt Summe X. Und im Übrigen müssen Sie jetzt alle Videos, wo dieses Bild im Hintergrund ist, und das waren alle Videos, die müssen Sie jetzt löschen. Hat er dann auch gemacht. Muss ich das vorstellen. Also inhaltlich kriegen Sie Herrn Schrank nicht weg, aber im Hintergrund hängt ein Bild und daran hat er nicht die Rechte. Und so hat man ihn platt gemacht. Da wurde uns eine riesengroße Auflistung zugeschickt mit hunderten von Videos. Da wurde eine riesengroße Sache draus gemacht, dass dadurch ein angeblicher Schaden ja entstanden ist. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du weißt, man will jetzt seine Existenz kaputt machen, von hier auf gleich, als Fan, der John Lennon über alles als faszinierende Persönlichkeit angesehen hat, als jemand, der wie kein anderer für mich, für die Friedensbewegung, für Lieben, Freiheit in der Welt stand. Und dafür werde ich jetzt auf einmal gesteinigt quasi oder verbrannt, wie damals durch die Inquisition, so kam ich mir vor. Ich habe sofort gespürt, dass die Existenz gefährdet war und es ist kein schönes Gefühl. Und ich habe gemerkt aber, dass natürlich das ein anderer Grund sein musste, dass es eigentlich gegen mich als Person, Heiko Schrank, geht. Weil ich habe mir die Frage gestellt, wie kann das sein, dass dieses Bild überall drin in diversen anderen Videos vorhanden ist, aber die sind heute noch im Netz, die Videos. Stört anscheinend die Gegenseite nicht, aber mein Fall scheint ja irgendwie was anderes zu sein. Dass es sich bei diesem Fall mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen politischen Akt handelt, wurde also bereits am Anfang der Geschichte deutlich. Auch andere bekannte Freidenker zeigten sich betroffen und standen an der Seite des Autoren, so zum Beispiel auch Andreas Popp. Diese Zeitqualität ist durch eine Erosion des Rechtsstaates geprägt. Wir alle wissen das, die wir uns als Freidenker bezeichnen, die versuchen, Rückgrat zu zeigen, die versuchen, Zivilcourage zu leben. Und auch Heiko Schrank hat es erwischt. In diesem Fall geht es um eine Situation, die mich wirklich betroffen macht. John Lennon war nicht nur ein außerordentlicher, begnadeter Musiker, sondern er zeichnete sich in meinen Augen auch aus als besonders menschlicher Geist,
der die Freiheit des Andersdenkenden zu schätzen wusste, der sich von Totalitarismus abgestoßen fühlte. Und genau dieses Konterfeil, dieser John Lennon, wird nun missbraucht, und das ausgerechnet von seiner Witwe Yoko Ono, so sehe ich das, und beschmutzt damit dieses historische Andenken John Lennons. Das macht mich ehrlich gesagt ziemlich fassungslos und man kann sich nur noch wundern. Die Erosion des Rechtsstaates ist ja ein Dauerbrenner, auch in unserem regelmäßigen Podcast, den Eva Herrmann und ich im Stabil durch den Wandel, so heißt das Format auf Telegram, regelmäßig diskutieren. Und hier haben wir wieder ein typisches Beispiel dafür. Es sind schon Freidenker, eigenverantwortliche Menschen verhaftet worden, inhaftiert worden in unserer heutigen Zeit und eben halt auch mit solchen Methoden, aus meiner Sicht mit solchen Methoden, ich sage mal Freidenker finanziell ausbluten zu lassen. Damit versucht man letztendlich alles und das zeigt auch das Straucheln des Systems und das ist die gute Nachricht in dem ganzen Spiel. Es kam also, wie es kommen musste. Heiko Schrang löschte mit seinem Team fast alle Videos und unterschrieb die Unterlassungserklärung. Was diese Aktion für wahnsinnige Konsequenzen hatte, wird jeder kreative Mensch nachempfinden können. Also müsst ihr euch so vorstellen, du hast eine Galerie, wo du ungefähr 1000 Bilder hast, wo Leute kommen, die sich immer schön deine Bilder angucken. Und von hier auf gleich sagt man dir, du musst von den 1999 Bilder abhängen. Das ist nur eine Galerie mit einem Bild. Das heißt also, man hat uns gezwungen, innerhalb von 2 Tagen alle Videos, alle Schrank-TV-Videos, und da reden wir über Videos, Spitzenvideo hatte 2 Millionen Aufrufe von Petra Paulsen. Wir haben exklusiv für Lisa Fitz damals, ich sehe was, was du nicht siehst, mit über 1 Million Aufrufe. Aber alle diese Videos, die mussten sofort entfernt werden, weil im Hintergrund das Bild von John Lennon war. Da war natürlich auch gerade im Austausch mit Heiko zu merken, dass es ihn auch sehr persönlich mitgenommen hat. Ne? Also ganz ab von dem riesen wirtschaftlichen Schaden, der dadurch entsteht, von dem riesen Schaden, der entstanden ist, auch im ja letztendlich unternehmerischen Sinne, weil ja unfassbar viel gelöscht werden musste aus dem Internet. Ich war da auch mit beteiligt, habe da auch geholfen, alles zu beseitigen. Man muss sich das ja vorstellen, ja, ich selber mache ja auch Videos, schreibe auch Bücher. Wenn man sowas macht, so ein Video, dann steckt man da sein Herzblut drin, man gibt da sehr viel Energie von sich rein und jeder, der irgendwie ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, der weiß auch, man ist dann Projektionsfläche für viel Hass von außen auch und man hat viele Probleme, die dadurch entstehen. Und wenn dann jemand kommt und letztendlich sagt, du musst von, sag ich mal, 1000 Videos, die du gemacht hast in 10 Jahren, 950 jetzt löschen, weil im Hintergrund das falsche Bild hängt, ist das natürlich erstmal ein Riesenschlag in die Magengrube. Und so war das auch Heiko anzumerken. Wie gesagt, wir sind befreundet und man hat persönlich gemerkt, dass ihn das doch sehr, sehr mitgenommen hat, sowohl körperlich als auch seelisch. Nachdem die Unterlassungserklärung unterzeichnet und die 5-stellige Strafzahlung geleistet wurde, hofften alle, dass jetzt wieder Ruhe einkehrt und man sich der eigentlichen Berufung wieder zuwenden kann. Menschen aufklären und zum inneren Frieden und Glück zu verhelfen. Trotz der außergewöhnlichen Umstände zeigte Heiko Schrang in jeglicher Hinsicht den Willen, den Konflikt zu beenden. Im Endeffekt war das natürlich sehr schmerzhaft für mich, aber als Buddhist willst du natürlich die Einigung auch haben. Und ich habe dann gesagt, okay, wir gucken nach vorne. Wir haben dann die Unterlassungserklärung, und ich habe die damals unterschrieben und habe gesagt, okay, es war ein riesengroßer Schmerz, ein riesengroßer Verlust, der mir entstanden ist. Aber trotzdem wollen wir weiterhin für die Menschen, auch für Freiheit, Frieden und in der Welt, neue Videos drehen. Bei vielen der Branchenkenner stößt dieser ungewöhnliche Fall nicht nur auf großes Unverständnis, sondern ließ auch andere Vermutungen aufkommen. Ja, hallo, mein Name ist Ernst Wolf und Heiko Schrang und ich haben eines gemeinsam. Wir sind beide große Fans von John Lennon. Und umso entsetzter war ich, dass ich erfahren habe, dass Heiko wegen eines Videos, bei dem er ein Bild von John Lennon im Hintergrund gehabt hat, von den Anwälten von Yoko Ono verklagt worden ist. Also ich finde das eine Ungeheuerlichkeit und ich muss sagen, also ich habe dafür überhaupt kein Verständnis und ich bin ganz, ganz sicher, dass das nicht im Sinne von John Lennon gewesen ist. Nach der teuren Einigung und der vermeintlichen Annahme, dass nun alles geklärt sei, sollte es aber noch viel schlimmer kommen.
Dass es sich bei diesem Schauspiel offensichtlich um einen politischen Prozess handelte, wurde noch wahrscheinlicher durch eine Pressemeldung der Anwaltskanzlei der Gegenseite. In dieser schrieben die Anwälte selbst, dass sie einen großen Teil der gezahlten Gelder von Heiko Schrang direkt an die sogenannten Faktenchecker von Korrektiv spenden werden. Korrektiv selbst hat Verbindungen in viele hohe politische Positionen und wurde bereits mehrfach von freien Journalisten als tendenziöses Projekt entlarvt. Und da ich mit Heiko ja so eng im Austausch immer bin, sowohl geschäftlich als auch freundschaftlich, war ich auch daran beteiligt in diesem ganzen Prozess mit den Anwälten und habe auch die Gerichtsschreiben lesen können, die da so hin und her gingen, also die Sachen von den Anwälten. Die Schreiben, die letztendlich sowohl von dem Anwalt von Heiko als auch von der Gegenseite verfasst wurden. Und beim Lesen dieser Schreiben, gerade von der Gegenseite, da muss ich wirklich sagen, das war für mich richtig schockierend teilweise. Weil man hat ja, ich persönlich mache ja auch Videos, schreibe auch Bücher zu diesen Themen und ich bin ja auch früh in meinem Leben sozusagen schon dahinter gekommen, dass nicht alles so rechtsstaatlich abläuft, wie das uns immer erzählt wird. Aber in dem Fall, muss ich wirklich sagen, war selbst ich nochmal wirklich, wirklich schockiert, weil diese Anwaltsschreiben aus meiner persönlichen Sicht waren zu 90% rein auf die Person Heiko Schrang bezogen, waren persönliche Angriffe, anstatt irgendwelche juristischen Fachinhalte, wo irgendwas wirklich klar dargestellt wurde. Und das ist aus meiner persönlichen Sicht nicht nur unseriös, sondern das zeigt auch ganz klar, dass das hier ein politischer Prozess ist, dass das hier überhaupt nicht darum geht, irgendwie die Rechte von Yoko Ono eigentlich zu vertreten, sondern dass das genutzt wird, dieses Vehikel, um den politischen Gegner Heiko Schrang irgendwie auszuschalten und mundtot zu machen. Aber selbst als das dann unterschrieben wurde, hat die Anwaltskanzlei der Gegenseite, und das war auch öffentlich einsehbar und das ist auch, glaube ich, heute noch auf deren offizieller Website, gesagt, sie haben den Großteil der Summe an Korrektiv gespendet. Und Korrektiv, dazu habe ich selber schon mal ein Video gemacht, ein großes, mit Hintergrundrecherchen. Korrektiv nennt sich ja Faktenchecker offiziell. Das sind also die, die letztendlich immer alles glatt ziehen möchten im Internet, wenn irgendwo falsche Meldungen verbreitet werden, die dabei aber extrem tendenziös sind, die Hintergrundverbindungen haben in hohe politische Ämter, die eine ganz klare Tendenz zeigen, in welche Richtung sie politisch agieren. Und wenn diese Anwaltskanzlei jetzt quasi sagt, von dem vielen, vielen Geld, was Heiko zahlen musste, nehmen sie noch einen großen Teil und spendet an Korrektiv. Und das hauen sie auch noch offiziell raus als Pressemitteilung selber auf ihrer Website. Dann stellen sich da für mich ehrlich gesagt keine Fragen mehr, worum es bei diesem Prozess ging. Nämlich einzig und allein darum, dass Heiko Schrang mit seiner Meinung, mit dem, was er nach außen vertritt, nicht in deren Weltbild passt, irgendwie klein gemacht werden muss und letztendlich ihm die Existenzgrundlage genommen werden sollte durch diesen Prozess. Was zum Glück dank eurer Hilfe und dank einem guten Netzwerk, was Heiko hat, nicht passiert ist. Er ist weiterhin am Start, er macht weiterhin viel für die Menschen. Aber das geht eben nur, indem wir irgendwie zusammenstehen, die Leute, die sagen, das ist Unrecht, und indem man dann auch die Menschen unterstützt. Also, das war damals so krass gewesen, müsst euch vorstellen, das Leben, du wirst völlig aus den Bahnen gerissen, komplett. Du liegst quasi auf dem Boden, halbtot, und fängst langsam an aufzustehen, das alles aufzuarbeiten und hast dich gefangen und läufst gerade wieder etwas geradeaus und aus dem Nichts heraus in dieser Phase kommt wieder ein Brief von dieser Anwaltskanzlei mit einer neuen Forderung. Ich habe gedacht, das kann jetzt aber nicht sein. Nein, das kann wirklich nicht sein. Das kann jetzt nur ein Scherz sein, weil das geht ja nicht, habe ich gedacht. Das muss wirklich ein Fehler sein, weil wir haben uns einvernehmlich geeinigt mit einem ganz entscheidenden Satz, dass die Gegenseite in dem Fall, ich bin jetzt kein Jurist, aber da steht es wortwörtlich, stand drin, gesagt, dass wir zu dem Zeitpunkt der Einigung keinen weiteren Verstoß mehr gefunden haben. Also nachdem wir eine Woche, wie gesagt, Fulltime gearbeitet haben, um zig Leute, alle die gelöscht haben, unterschreiben die auch noch und sagen, ja, wir haben zu dem Zeitpunkt nichts gefunden, es gab keinen Verstoß. Kommen die gleichen jetzt, kamen die um die Ecke und sagen, hallo, wir wollen jetzt wieder eine fünfstellige Summe haben, weil du hast, also das heißt, man haut wieder von der Seite bei mir rein, aber ich soll wieder, kam mir wieder so vor, als ob ich im Straßengraben liege, wo ich gerade aufgestanden bin. Und wollte wieder Geld von mir haben. Im neuen Brief der Gegenseite wird Heiko Schrang nun vorgeworfen, dass er gegen die Unterlassungserklärung verstoßen hat. Bei Facebook sind noch Beiträge enthalten, in denen das betroffene Bild von John Lennon zu sehen ist. Schrang selbst kann auf seinen eigenen Account seit März 2020 nicht mehr zugreifen, weil Facebook ihm alle Zugangsrechte entzogen hat.
Der Account wiederum wurde von Facebook nicht abgeschaltet und so blieben weiterhin alle Inhalte öffentlich sichtbar. Wichtig zu verstehen, die Sperrung des Facebook-Zugangs erfolgte 3 Monate, bevor die Anwaltskanzlei ihre erste Abmahnung geltend gemacht hatte. Selbst auf anwaltliche Schreiben hat Facebook ihm nicht geantwortet und ließ den Zugang blockiert. Die Gegenseite behauptet nun also, dass sie den großen Account bei Facebook vorher nicht kannten, dass ihnen egal ist, dass Heiko Schrang seine Inhalte dort nicht mehr löschen kann und dass sie erneut eine hohe Summe einfordern. Der ehemalige Betreiber von Ken FM findet dafür klare Worte. Als das alles fertig war und er unterschrieben hat, dass er nichts mehr veröffentlicht wird, es gab keinen Schrank mehr im Internet, kam dann vor ein paar Wochen wieder ein Brief. Hallo, Herr Schrank, wir haben festgestellt, dass das Bild mit John Lennon und ihre Videos, das gibt es ja dann noch bei Facebook. Ja, Herr Schrank gesagt, das habe ich auch damals schon gesagt, dass es bei Facebook ist, aber Facebook hat mich ja gesperrt und zwar schon bevor Sie auf mich zugekommen sind und ich kriege das nicht gelöscht, ich habe ja keinen Zugang mehr zu meinem Account. Das heißt, wie soll ich etwas löschen, wenn der Konzern Facebook es mich nicht löschen lässt? Darauf sagten Sie, das ist uns erst jetzt aufgefallen, nachdem wir doch alles durchforstet haben, aber Facebook hatten wir so gar nicht auf der Uhr und das glauben wir natürlich alle und deswegen kriegen wir nochmal von Ihnen Geld. Er stand also wieder vor Gericht und wurde wieder zu einer Summe verklagt. Was will ich damit andeuten? Wenn dann in diesem System, also im besten Deutschland aller Zeiten, Inhalte von sich gibt, die irgendwie kritisch mit dem sich auseinandersetzen, was wir Demokratie nennen oder Simulation, dann bekommen die üblichen Verdächtigen einfach Pickel und denken sich, okay, wenn ich es inhaltlich schon nicht wegbekomme, dann werde ich irgendeine Finte finden, um diesenjenigen, der das veröffentlicht, um den irgendwie fertig zu machen. Dann sind es möglicherweise die Rechte des Bildes im Hintergrund, die damit gar nichts zu tun haben. Da hat er vielleicht nicht aufgepasst, da kann ich das machen. Vielleicht auch als Warnung für alle, die sich vor irgendeine Plakatwand stellen und da ist dann ein Kinobild im Hintergrund sichtbar. Könnte sein, dass das später zum Verhängnis wird. Es war also öffentlich bekannt, dass mein Facebook-Account gesperrt worden ist. So. Und jetzt kommt die andere Seite um die Ecke und sagt, das Bild ist ja noch bei Facebook drin. Das ist ja dann noch drin. Und wir haben, jetzt kommt's, im Vorfeld schon Anwälte beauftragt. Bevor überhaupt die Yoko Ono-Leute um die Ecke kamen, haben wir Anwälte beauftragt, die Facebook angeschrieben haben, dass es dort gelöscht wird. Facebook hat es aber nicht gelöscht. Also ich kann es nicht machen. Also so, als ob man euch den Schlüssel des Hauses wegnimmt, ihr kommt in das Haus nicht mehr rein. Ich kann nichts machen. Jetzt kommen die aber um die Ecke und sagen zu mir, jetzt hast du aber einen Verstoß gegen unsere Vereinbarung getätigt. Dann habe ich gesagt, nee, damit kommt ja wirklich nicht durch. Und da habe ich mich leider auch wieder irrt, weil es hat zwar circa 3 Jahre seitdem gedauert, aber jetzt kam es dann zum Showdown, zum großen Prozess, wo ich mich schon gefragt habe, wie überhaupt ein Richter das annehmen kann. Weil man muss sich überlegen, und das ist ja so unerhört, und das hat mich damals wirklich... So, aber das wollen die natürlich erreichen, die Leute. Das hat mich so echauffiert, weil die versuchen ja zu erklären, die sind mit der großen Lupe damals rumgerannt und haben jeden Krümel ja gefunden. Das heißt, die haben ja uns eine riesengroße Auflistung gemacht, in der sie ja erklärt haben, in dem Video so und so viele Minuten, in dem. Also da konntest du quasi eine Raufaserrolle nehmen und die ausrollen, so viele Videos von aufeinander und Summe X unten heißt Schaden, wollen wir haben. So. Und die gleichen Leute sagen, die Torte, die auf dem Tisch aber stand, die nennt sich Facebook. Der größte Social-Media-Konzern der Welt. Die haben wir aber nicht gesehen. Also, obwohl wir unterschrieben haben, dass uns nichts bekannt ist, die haben wir aber nicht gesehen. Und deswegen kamen die neuen Forderungen. Also, das ganze Spielchen hat wieder von vorne angefangen. Du hast uns deinen Fall geschildert. Es scheint immer entsetzlicher, abartiger und widerlicher zu werden in diesem Land. Dein Fall scheint eindeutig politisch motiviert zu sein. Und da darfst du keine, du kannst auch gar keine Gerechtigkeit erwarten. Das, was du erwarten kannst, das, was du bekommen hast, ist eine Rechtsprechung, regierungskonform und ein Richter, der so ein absurdes Urteil fällt, ist einfach nur ein Systemkriecher und es ist traurig, ein widerliches, kleines Würmchen. Das ist das, was ich dazu zu sagen habe. Lass es an dir vorbeirauschen. Wende dich den guten Dingen zu im Leben. Mach weiter. Deine Britta. Ja, lieber Heiko, ich schließe mich ganz den Worten von Britta an. Die Fragmente des Rechtsstaats in Deutschland, das hast du jetzt selbst mitbekommen, was da abläuft. Geh einfach in die Fülle und finde deinen Frieden und schließ diesen Scheißfall ab. Alles Gute, dein Thomas. Nachdem der politische Hintergrund also offensichtlich wurde und die neue Forderung der Gegenseite im Raum stand,
entschied sich Heiko Schrang, die Sache vor Gericht klären zu lassen. Da war der Punkt, wo ich selbst gesagt habe, jetzt reicht's mir wirklich. Also es ist mir wirklich der Kragen geplatzt. Ich habe gesagt, okay, wir haben uns gütlich geeinigt. Wir haben viel Geld bezahlt wegen einem kleinen Bild, einem lächerlichen Bild, wo ich Fan von war. Und auf einmal wollen die an Haaren herbeigezogen Geld haben. Und dann haben wir gesagt, jetzt reicht's mir, jetzt gehe ich vor Gericht. Also jetzt muss es wirklich ein Gericht klären, weil das schrie quasi nach Ungerechtigkeit. Und mit den ganzen Freunden und Bekannten, mit denen ich gesprochen habe, die haben mal gesagt, Heiko, der Fall ist doch erledigt. Ich sage, nee, der ist nicht erledigt. Es wusste ja gar keiner, dass der Fall noch weitergeht. Und deswegen kam es jetzt zu dem Prozess. Und dann ist es natürlich so eine Sache, ist ja normal, obwohl ich, muss ich fairerweise sagen, gefestigt bin, ich meditiere ja und so weiter, aber ich kenne ja diese Tricks, die wollen letztendlich die Leute mürbe machen, die Menschen damit mürbe machen, weil ihr müsst euch vorstellen, es hat 3 Jahre gedauert und wurde in den 3 Jahren, glaube ich, 4 oder 5 Mal, weiß ich nicht mehr, verschoben, der Prozess, weil irgendwas war wahrscheinlich, die Katze hat einen Schnupfen gehabt, der Kühlschrank war kaputt oder irgendwelche Gründe, wurde die Sache immer wieder verschoben, aber natürlich wissen die genau, dass du dich ja weiter damit befasst. Du willst es ja irgendwie vom Tisch haben, du willst ja irgendwie eine Lösung haben dafür. Aber jetzt im Jahre 2023, obwohl im Januar war ja der letzte Termin, wurde ja verschoben auf jetzt. Und im Oktober 2023 war es dann endlich soweit, dass ein Gericht in Potsdam es klären sollte. Nach 3 Jahren kam es so nun endlich zum großen Prozess vor Gericht. Schrang und sein Anwalt zogen mit positiven Erwartungen in die Verhandlung und waren von Anfang an kompromissbereit für eine faire, gütliche Einigung. Ja, im Endeffekt hatte ich natürlich Freunde und Bekannte, die an meiner Seite waren vor Gericht. Bin nochmal sehr dankbar für alle, die dabei waren, an meiner Seite gestanden haben. Und muss fairerweise sagen, die Energie dort, die war so unterirdisch, das kann man sich nicht vorstellen. Ich habe gedacht, das sind alle Roboter, empathielose Wesen, aber ich meine Freunde und Bekannte, sondern die dort arbeiten auf Gericht. Und der für mich Oberknaller war, ich stand auf Toilette, wie es nun mal so ist, als Mensch oder als Mann musste ich meiner Notdurft nachkommen, dann stehe ich so da und 2 Pessoas weiter steht jemand, der mich quasi bei meiner Notdurft abhalten will. Also er hat mich quasi von der Seite angequatscht. Na, Herr Schrank, endlich klären wir das Feuerrecht. Was ist denn hier los? Was will der denn von mir? So, komm hoch, wen sehe ich im Gerichtssaal? Der Anwalt der Gegenseite, der gerade auf Toilette mich nur angesprochen hat. Da habe ich so gedacht, nee, was ist denn das für ein Niveau? Was ist denn das für ein Niveau? Habe aber relativ schnell erkannt, habe auch ein Plädoyer abgehalten. Also ich muss da fairerweise sagen, hätte ich mir jetzt irgendwo draußen eine Eiche oder eine Birke gesucht, ich glaube, die hätten mehr Empathie und Verständnis gehabt. Es hat sie überhaupt nicht interessiert. Interessiert die überhaupt gar nicht. Überhaupt nicht. Facebook drin, egal, hättest du löschen müssen, da können wir aber nicht löschen. Egal, also ich habe das so verstanden, ich hätte eigentlich nach Irland fahren müssen, an die Tür klopfen bei Mark Zuckerberg und sagen, Mark, keiner macht was, meine Anwälte haben da nicht reagiert, nimmt das bitte raus. So diese Gefühle hatte ich vor Gericht. Und das Kuriose war, die Leute, also die Menschen, die an meiner Seite waren, vielen Dank an die Anna, ich weiß genau, wen ich meine, eine total spirituelle, liebe Frau, ist von einer meiner besten Freunde, die Frau, die ist aufgestanden, die war völlig entsetzt. Die ist zum Schluss hingegangen zum Anwalt, hat gesagt, das Karma wird sie einholen irgendwann mal. Die anderen, die an meiner Seite waren, die haben mir später berichtet, die haben 5 bis 6 Stunden nach Kopfschmerzen gehabt, dass der Kopf auseinanderfliegt. Also ich weiß nicht, ob da eine 5G-Strahlung noch drin gewesen war im Raum. Also das war das Unterirdischste, was ich wirklich jemals erlebt habe in meinem Leben, diese Energie. Mein Name ist Rechtsanwalt John Seilt. Ich habe heute in dem Rechtsstreit Yoko Ono Lennon gegen Heiko Schrang, den Herrn Heiko Schrang, vertreten. Und der Rechtsstreit hat sich um die Frage gedreht, ob Herr Schrang letztendlich aus einem Vergleich, den die Parteien beschlossen haben, eine Vertragsstrafe zahlen musste. Ursprünglich war es nämlich so, dass Herr Schrang in Videos von sich Bilder im Hintergrund aufgehängt hat, die unter anderem John Lennon zeigen. Und
Daraufhin hat Frau Yoko Ono Lennon, die Inhaberin dieser Fotos ist, beziehungsweise diese Rechte an diesen Fotos hält, Herrn Schrank in Anspruch genommen. Es kam dann dazu, dass man sich verglichen hat. Und heute stand dann im Raum, ob aus diesem Vergleich eine Vertragsstrafe zu zahlen war, weil beispielsweise Videos, die bei Facebook hochgeladen waren, noch auf der Seite von Herrn Schrank verlinkt waren. Da ist es nämlich so, dass der Herr Schrank seit März 2020 nicht auf die auf den Facebook-Account zugreifen konnte. Dennoch hat die Gegenseite gesagt, dass es ausreicht, diese Links entsprechend zur Verfügung zu stellen. Diese Links wurden auch sehr zeitnah gelöscht, nachdem Herr Schrank darauf aufmerksam gemacht worden ist. Und letztendlich hat sich das jetzt, hat sich der Rechtsstreit darum gedreht, ob das jetzt noch zu einer Rechtsverletzung geführt hat oder nicht. Ich bin auch nicht in den Gerichtssaal reingegangen, weil ich einfach sehr empfindlich bin, was bestimmte Energien anbelangt. Also ich gehe auch gerne mal ins Hotel und wechsle dann das Zimmer, weil ich reinkomme und sage, ich fühle mich hier nicht wohl. Und genauso kann ich, bin ich nicht gerne im Bundestag, muss ich manchmal sein für Interviews und auch nicht gerne auf dem Platz dort, weil da keine gute Schwingung ist. Und deswegen bin ich nicht in den Gerichtssaal reingegangen. Nichtsdestotrotz bin ich jetzt hier vor dem Saal, habe natürlich alles mitbekommen, das Ergebnis. Und das Ergebnis ist so, wie wir das auch hätten erwarten können, aus meiner Sicht ein politisches Urteil. Was ist passiert letztendlich? Ich bin jetzt kein Jurist, aber man, selbst dort vor Gericht waren wir bereit. Also im Normalfall würde man sagen, geh in die nächste Instanz. Nein, wir waren bereit, eine Einigung sogar zu finden. Also man ist uns null entgegengekommen, null. Also nicht ein Null. Immer, ihr müsst zahlen. Und dann, also wir hatten jetzt die Wahl gehabt, so muss man jetzt sagen, klar, wir könnten in die nächste Instanz gehen, da würde der Streitwert verdoppelt werden. Verdoppelt. Und ich sage nur, der Fall Ballweg und andere Fälle, die so in Deutschland mittlerweile ja bekannt sind, da habe ich überhaupt keine Hoffnung in den Rechtsstaat. Und kann einfach nur sagen, zum wiederholten Mal hat man mir einen massiven Schaden zugefügt, aus meiner Sicht, so sehe ich das wiederum. Und aber letztendlich arbeite ich und weiter für meine Follower, weil ich sehe uns als große Familiengemeinschaft an und ist meine Berufung und meine Intention, so wie John Lennon damals seine Musik gemacht hat, aus dem Herzen für die Menschen, so schreibe ich Bücher, meditiere und mache meine Sendung auch aus dem Herzen für uns als Familie. Hallo lieber Heiko, wir haben gehört davon, dass man weiter gegen dich vorgeht, dass man keine Gnade vor Recht ergehen lässt und auch kein Recht vor Gnade. Aber ehrlich, in der heutigen Zeit erwartest du wirklich Gerechtigkeit? Es gibt dunkle Zeiten, es gab sie immer. Und in dunklen Zeiten ist das Letzte, was siegt, die Wahrheit. Jedenfalls, wenn es nach Menschensinn geht. Aber wenn wir in der Natur sind, rausschauen, diese Herrlichkeit und Pracht genießen dürfen, dann wissen wir, wo die Wahrheit zu finden ist. Und die wird sich durchsetzen. Ich wünsche dir viel Kraft. Auch wenn am Ende der Autor Heiko Schrang erneut horrende Forderungen in diesem Zusammenhang begleichen muss und der Kanzlei der Gegenseite Recht zugesprochen wurde, so wird aber auch in diesem außergewöhnlichen Fall deutlich, dass juristisches Recht und moralische Gerechtigkeit nicht die gleiche Seite der Medaille sein müssen und dass dieser scheinbar gezielte, absichtliche, existenzvernichtende Schachzug in Form einer Geltungsmachung eines Rechtsverstoßes jeden kritischen und vor allem reichweitenstarken Medienschaffenden hätte treffen können. Es liegt jetzt an uns, dass wir zusammenstehen und gegen diese Zustände unsere Stimme erheben. Trotz alledem gehe ich weiter den buddhistischen Weg, den Weg, wo ich der Meinung bin, wir sind gerade in einer großen Transformation, der Beginn der neuen Zeit, und das sind natürlich die, sag mal, die letzten Venen der alten Zeit. Für mich hat es was Dämonisches auch irgendwie an sich. Auf der anderen Seite müssen wir alle irgendwie natürlich uns Strom, Gas irgendwie bezahlen und auch das Auto irgendwie tanken, um von A nach B zu kommen. Und es ist natürlich klar, dass mit so einem Prozessen man versucht, einen wirtschaftlich zu schaden, nicht nur zu schaden, sondern auch in all seinen Bereichen zu blockieren. Und deswegen würde ich mich freuen, wenn, wie damals bei dem anderen Fall, schon ihr an meiner Seite steht, dass ihr mich unterstützt. Wir als große Gemeinschaft, dass ich weiter mit Kraft vorangehen kann für euch, weil nur so geht es, gemeinsam sind wir stark.